Es ist und es war vor allem in den vergangenen Tagen ein Jahrhunderthochwasser, das wir im Burgenland, genau gesagt im Bezirk Oberwart, erlebt haben. Hier beispielsweise in Woppendorf, da sind die Spuren dieses Hochwassers nach wie vor ersichtlich. Auch heute regnet es momentan zum Glück allerdings nur leicht und die Aufräumarbeiten, die sind voll im Gange. Da, wo normalerweise sich die Straße befindet und die Felder, da hat sich ein riesiger Fluss gebildet mit sehr viel Schlammmassen und die Feuerwehr ist natürlich drauf und dran, hier alles abzupumpen. Es wird allerdings sicherlich noch viele Tage dauern, bis hier tatsächlich auch die Keller und alles andere von den Schlamm- und Wassermassen befreit wird. Aber nicht nur in Woppendorf war die Lage durchaus dramatisch, auch wenige Kilometer entfernt in Hennersdorf, genauer gesagt beim Badesee Burg, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein Campingplatz und ein Spielplatz und das Ganze war derartig stark, dass die Campingautos dann über die Zufahrtsstraße nicht mehr wegfahren konnten. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der hat in einer Pressekonferenz auch nochmals die Feuerwehr explizit gelobt, die hier wirklich Unglaubliches geleistet hat, aber auch zahlreiche andere Organisationen, die stellen sich natürlich in den Dienst der guten Sache, von der Caritas über die Diakonie bis hin zur Wirtschaftskammer. Es wird auch ein Soforthilfefonds eingerichtet, ein Jahrhunderthochwasser, dass es in dieser Art und Weise im Land der Sonne, nämlich im Burgenland, noch nicht gegeben hat. Normalerweise erfreut man sich hier vieler sonniger Stunden. Jetzt war alles anders, denn vor allem in den vergangenen Wochen hat es unglaublich stark geregnet und die Wassermassen konnten dann vom Boden einfach nicht mehr gehalten werden. Es bleibt zu hoffen, dass dies das letzte Hochwasser war in dieser Art und Weise in diesem Frühling bzw. Sommer hier auch im Burgenland.